Genau, jetzt müsste mal der Sumi, der die Aufgabe geschickt hat, mal sagen, was die Frage zu der Aufgabe ist. Ja, genau. Also ich verstehe noch nicht ganz, warum jetzt bei t gleich 0 immer noch, also wenn man das alles ausrechnet, kommt ja für t gleich 0 immer noch die gleiche Lösung raus bei dem IL und dem IR1 wie bei t kleiner 1. Kleiner Null. Und das Okay. verstehe ich doch nicht ganz. Okay, also schauen wir uns das mal an. Und dann gab es ja noch die Frage, die wir schon mal vorher auch so ganz kurz angeteasert haben, ob man das jetzt irgendwie auch mit Laplace-Transformation, wie auch immer, lösen könnte. Da werden wir aber sicherlich gleich drauf hinkommen. So, ich hoffe mal, dass das jetzt hier ein bisschen schöner funktioniert. Also ich nehme mal unterschiedliche Farben. Wir nehmen mal Blau für A. Und sagen wir mal, okay, in Fall A, das ist ja vor dem Schließen des Schalters. Also der Schalter ist jetzt offen. Ja? So, wenn der Schalter offen ist und das ist eine Gleichspannungsquelle, dann kann halt kein Strom durch den Schalter fließen. Also muss der Strom halt hier außen lang fließen in dieser Masche. Ja, so von der Quelle getrieben fließt jetzt halt hier ein Strom. So, dann haben wir eine Gleichspannung, Gleichstrom. An der Induktivität gilt ja UL von T ist L mal DIL von T nach DT. Es scheint wirklich an der Kamera gelegen zu haben. Es war jetzt keine schlechte Idee, die Kamera zu tauschen. Shame on you, Canon, dass eure Treiber-Software so viel Rechnerlast auf dem Computer braucht, dass man nebenbei nicht mehr schreiben kann. Praise Logitech, wo das funktioniert. So, wenn wir jetzt einen Gleichstrom haben, ne, dann ändert sich ja der Strom nicht. Wenn sich der Strom nicht ändert, was ist dann mit der Ableitung des Stromes? Fällt weg. Ja? Also im Gleichstromfall ist diese Ableitung hier 0 und das heißt, diese Spannung hier ist auch 0. Und das heißt, die Quellspannung, die muss sich jetzt irgendwie auf diese beiden Widerstände aufteilen, über denen fällt halt eine Spannung ab. So, also können wir halt sagen, der Strom IR1 muss dann genauso groß sein wie der Strom IL dort hinten. Und die ergeben sich halt aus der Quellspannung geteilt durch die beiden Widerstände, geteilt durch R1 plus R2. Und dann können wir das einsetzen, 90 Volt geteilt durch 30 und 60 Ohm sind zusammen auch 90 Ohm. Dann sieht man, dass das alles so schön konstruierte Zahlenbeispiele sind, dass man das einfach rechnen kann, kommen da 1 Ampere raus. Ja? So, und was gilt für den Strom durch den Schalter? Wenn der Schalter offen ist, Ist null. da muss ja null sein. Ganz genau sieht es aus. So. Ist das soweit? Soweit ist klar. Oder? Sag mal ja oder nein oder wie? Ja. Ja, okay. So. Dann B. Jetzt schließen wir den Schalter. Jetzt ist der Schalter zu. Jetzt kann natürlich hier auch ein Strom lang fließen. Ich versuche mal das so zu zeichnen. So, Schalter ist jetzt zu. So, jetzt können wir uns halt überlegen, was hier irgendwie passiert. Also vorher gab es ja einen Strom durch die Induktivität. Hier oben haben wir ja ausgerechnet 1 Ampere. Ja? Aufgrund dieser Formel hier kann jetzt der Strom an der Induktivität auch nicht springen. Ja, wenn der Strom an der Induktivität sich sprunghaft ändern würde, wenn der jetzt auf einmal irgendwie 0,5 Ampere wäre oder 2 Ampere oder 0 Ampere oder was auch immer, dann würde das ja heißen, ne, also vorher hatten wir irgendwie 1 Ampere und jetzt springt er auf irgendwas anderes. Und wenn der Strom halt an der Induktivität hier springt, dann würde das ja heißen, dass die Ableitung, also was würde das für die Ableitung heißen? Auch Also, was ist die Ableitung von so einem Sprung?
Ableitung ist grafisch gesehen also immer... Also auch wieder null? Nee, also... Unendlich. Unendlich, genau. Ja. Also die Ableitung ist ja sowas wie der Anstieg. Und der Anstieg von einem Sprung ist unendlich. Und das geht halt nicht, weil da müsste ja die Spannung unendlich werden. Das ist nicht physikalisch. Das funktioniert halt nicht. Also muss der... kann sich der Strom nicht sprunghaft ändern an der Induktivität. Das geht halt nicht. Ne? Der muss sich irgendwie kontinuierlich ändern. Also was wir auf jeden Fall dadurch schon mal sagen können, ist bei B, ja, dass der Strom IL, der muss halt immer noch 1 Ampere groß sein, weil der sich nicht sprunghaft ändern kann. Geht ja nicht. Ja? So. Und das heißt, dass halt diese Spannung hier, die muss auch dann, was war das, 60 Ohm mal 1 Ampere, das müssen halt immer noch 60 Volt sein. Ja? So. Also die Spannung an der Induktivität, die kann sich sprunghaft ändern, aber halt nicht der Strom. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hier noch irgendwie Schönes passiert. Also wir haben halt 60 Volt hier. Wir haben halt hier vorne immer noch die 90 Volt. So, und naja, und wir haben jetzt im Prinzip hier, ja, hier das kurz geschlossen. Also von hier nach hier sind es ja 0 Volt, ja, weil wir den Schalter geschlossen haben. So, damit das jetzt passt, müssen natürlich jetzt über diesen Widerstand hier auch 90 Volt abfallen. Ja, damit das halt klappt. 90 Volt, 90 Volt, weil hier ein Kurzschluss ist. Ja. So, und über der Induktivität, damit das hier auch klappt mit den 0 Volt, müssen jetzt über der Induktivität halt so rum 60 Volt abfallen. Ja, also damit jetzt halt diese beiden Maschensätze erfüllt sind. So, und jetzt kann man sich überlegen, okay, wenn über diesen Widerstand hier mit den 30 Ohm 90 Volt abfallen, dann muss halt der Strom IR1, muss sich jetzt eben ergeben aus 90 Volt durch 30 Ohm. Das heißt, das sind 3 Ampere. Ja, die 60 Volt hier an der Induktivität sind jetzt im Prinzip nicht so wahnsinnig entscheidend. Da kommen wir vielleicht nachher mal noch drauf zurück. So, und für den Strom durch den Schalter können wir jetzt halt einfach einen Knotensatz aufstellen und sagen, der Strom durch den Schalter, der muss sich ja ergeben aus dem Strom, der auf den Schalter darauf zufließt. Das ist IA1 minus der Strom, der halt da oben wegfließt an dem Knoten, minus das IL. Und dann sind 3 Ampere minus 1 Ampere machen 2 Ampere, die durch den Schalter fließen. So, klingt das auch soweit logisch? Oder wo war jetzt da dein sozusagen dein Dilemma oder der Widerspruch in deiner Lösung? Ja, ich hatte irgendwie so halt das Gefühl, dass sobald der Schalter eben geschlossen ist, dass man dann praktisch das einfach R2 und die Induktivität einfach entfallen würden. Und ja, da hat das Verständnis. Nee, genau. Gefehlt. Nee, also die Induktivität ist halt, also man kann sich das so vorstellen, ne? Jetzt, vorher war der Schalter halt offen, da floss in dieser blauen Masche da jetzt eben dieser Strom. Und der Strom hat halt die Induktivität aufgeladen und dann ist halt in der Induktivität, in dem Magnetfeld, ist dann eben Energie gespeichert. Und die Energie, die kann dann nicht auf einmal weg sein. Ne? Also bei einem Prinzip ist das so ein bisschen so wie so eine Trägheit. Also bei einem Kondensator, da speichere ich halt Energie in dem elektrischen Feld. Und das kann man sich so vorstellen, nur da ist halt Ladung drin. Ich würde mir das jetzt so, ist ein einigermaßen vernünftiges physikalisches Analogon, dass man halt sagt, das ist so wie so Wasserstand in so einem Eimer. Ne, da habe ich halt so Wasser angesammelt und der Eimer kann ja nicht in einem Moment voll sein und im nächsten Moment leer. Dann müsste ja unendlich viel Wasser sozusagen in unendlich kurzer Zeit also unendlich großer Fluss aus dem Eimer rausgeströmt sein. Das geht halt nicht. Ja? So. Und bei einer Induktivität, da ist halt
die Energie nicht in Form von Ladung gespeichert, sondern die Energie in Form von Strom. Also ich kann mir so, wenn ich das jetzt wieder mit so einem Wasser-Analogon machen will, ne, dann habe ich halt so einen Fluss. Also da strömt halt Wasser. Das hat halt, das ist bewegt. Ne? Das ist halt träge Masse, die sich bewegt. Und dann kann ich auch nicht so einen Fluss, der halt so fließt, den kann ich nicht auf einmal anhalten. Das geht nicht. Ne? Also wenn ich jetzt einen Fluss habe, der fließt und ich nehme so ein Brett und ramme das da rein, dann wird halt so diese ganze Wucht von dem Fluss gegen das Brett prallen und wird mir das halt wegreißen. Ne? Ich kann nicht auf einmal so einen Staudamm bauen und halt so einen riesen Fluss anhalten. Und das ist halt so das, was da in der Induktivität passiert. Also die Ladungsträger, die fließen halt die ganze Zeit sozusagen so durch, wenn man sich das so vorstellt, und machen Magnetfeld, Energie ist in diesem Magnetfeld gespeichert, wie halt in dem bewegten Wasserteilchen von dem Fluss, und ich kann das halt nicht auf einmal anhalten. Also wenn da vorher ein Strom drin war in der Induktivität, will die halt auf jeden Fall den Strom weitertreiben. Ja, also die will halt hier drüben auf jeden Fall diese 1 Ampere, die da vorher drin waren, aufrechterhalten, und die 1 Ampere, die können sich halt hier über diesen Kurzschluss schließen. Ne? Also warum sollten die 1 Ampere jetzt von hier hinten lang fließen? Das wäre ein Quatsch, sondern die 1 Ampere fließen halt hier lang, direkt über den Kurzschluss. Und die Quelle sieht ja jetzt nur noch den Widerstand und den Kurzschluss. Also ne, und die Quelle macht halt 3 Ampere, die so rumfließen. Und die Induktivität macht halt 1 Ampere, die in entgegengesetzte Richtung fließen. Deswegen haben wir halt 3 Ampere, minus 1 Ampere kommt 2 Ampere durch den Schalter raus. Das ist, was da passiert. So, und dann können wir uns halt hier, keine Ahnung, in Grau überlegen, wenn man jetzt halt einfach sehr lange wartet. Ja. Naja, wenn wir wieder lange warten, dann gilt das Gleiche wie hier, was wir schon mal bei Blau hatten. Also irgendwann wird sich so ein eingeschwungener stationärer Zustand einstellen. Dann ändern sich die Ströme nicht mehr. Wenn sich der Strom nicht mehr ändert, dann haben wir auch keine Spannung mehr über dieser Spule. Dann ist das halt 0 Volt, ja, egal in welche Richtung. So, und wenn hier 0 Volt sind und hier 0 Volt sind, dann müssen hier oben auch 0 Volt sein. Und wenn 0 Volt über dem Widerstand sind, dann heißt das auch, dass da kein Strom durch den Widerstand fließt. Also ist halt IL 0 Ampere. Ja, oder halt einfach 0. So, und hier vorne an der Kiste ändert sich ja nichts an dieser Masche. Also das IR1 sind dann immer noch die 3 Ampere. Und an dem Knotensatz ändert sich ja auch nichts. Also IS ist immer noch IR1 minus IL. Oh, jetzt schreibt es wirklich gut. Works like a charm. 3 Ampere. Ja. So, und damit sind sozusagen diese drei Bedingungen, die haben wir jetzt geklärt. Ist das bei C auch soweit klar? Ja. Okay, sehr gut. So, naja, und dann steht halt da, wir sollen jetzt mal diese Differentialgleichung aufschreiben und die lösen. Und das heißt, den analytischen Ausdruck, also eine Formel für IL finden, für diese Spannung IL. Warum steht hier eigentlich vor dem Schließen des Schalters? Das ist doch irgendwie Quatsch, oder? Die Differentialgleichung. Das heißt nach und deren Lösung nach analytischem Ausdruck IL vornehmen. Also weiß nicht, ich hätte ja gesagt, hier müsste irgendwie nachstehen. Man bestimme die Differentialgleichung für den Strom IL und deren Lösung. Das heißt, also wahrscheinlich müsste hier mal stehen, den analytischen Ausdruck nach dem Schließen des Schalters. Also hier ist irgendwas in dem Satz verrückelt. Für t größer 0 steht ja auch, ne? Für t größer 0. So. Naja, wie machen wir das jetzt am schlausten? Oder hast du da schon mal irgendwas probiert? Man kann die Masche aufstellen. Genau, also wir schreiben jetzt hier einen Maschensatz auf, und der Maschensatz da hinten ist ja einfach mehr oder weniger, wenn ich jetzt die Spannung über den Widerstand in diese Richtung, jetzt mache ich mal die Spannung über der Induktivität auch in die Richtung hier unten, weil das dann mit dem Strom besser passt. Also muss ja da stehen, jetzt bei Teil D, UR2 von T plus UL
von t ist gleich 0. Ja, so. Und jetzt können wir da halt jetzt haben wir einen Maschensatz. Wir haben ja nur einen Strom, also brauchen wir keinen Knotensatz. Ich schreibe mir hinter, das ist sozusagen der Maschensatz. Einen Knotensatz brauchen wir nicht. Der entfällt in dem Fall, weil wir nur einen Strom haben. Und jetzt setzen wir halt noch die Stromspannungsbeziehung ein. Und dann steht da halt für die Spannung über den Widerstand, das ist R2 mal IL von T. Und für die Induktivität setzen wir halt nicht bis gleich, sondern plus. Und für die Induktivität setzen wir das ein, was da schon steht. Das ist L mal DIL von T nach DT. Und das Ganze ist 0. So. Und das ist jetzt eine Differentialgleichung erster Ordnung. Und die ist auch homogen, weil ja da schon eine 0 steht auf der Seite. Die ist linear, weil da nur die Funktion an sich und die erste Ableitung drin vorkommt. Ne? Erste Ordnung, weil nur die erste Ableitung drin vorkommt. Konstante Koeffizienten, weil das R2 und das L nicht irgendwie nochmal von der Zeit abhängen. Und die ist halt jetzt im Prinzip eigentlich irgendwie schön einfach zu lösen. So, wie lösen wir die jetzt so landläufig? Wie kann man das machen? Wie mal eine Idee? Also wir können jetzt scharf draufschauen und sagen, Moment, hier steht doch irgendwie sowas wie, dass die Funktion multipliziert mit irgendeinem Faktor plus die erste Ableitung der Funktion multipliziert mit irgendeinem Faktor, die sollen immer 0 ergeben. Ja? Also muss ja die Funktion an sich und die erste Ableitung der Funktion, die müssen halt gleich sein und sich, ne, das eine muss positiv sein, das andere muss negativ sein, aber ansonsten müssen die gleich sein, sonst können die ja nicht immer für alle Zeiten und so halt 0 ergeben. Also muss die Lösung dieser Differentialgleichung, ne, wir suchen jetzt eine Funktion, die diese Gleichung erfüllt, bei dieser Funktion muss die Funktion an sich und die erste Ableitung müssen gleich sein, damit die halt immer zusammen 0 ergeben können. So, und bei welcher Funktion ist das jetzt so, dass die Funktion und die erste Ableitung der Funktion immer gleich sind? E-Funktion. Bei einer E-Funktion. So, also ne, wie ich immer so schön sage, wir schauen da jetzt scharf drauf, raten eine Lösung und raten mal, dass die Lösung eine E-Funktion sein muss, die von der Zeit abhängt, ja, und zeigen jetzt im Prinzip im Nachgang, dass die geratene Lösung die richtige Lösung ist. So, und wenn man das so macht, dann würden die MathematikerInnen sagen, wir machen einen Ansatz. Ja, also scharf drauf schon auf die Gleichung, gucken, eine Lösung raten und danach zeigen, dass die geratene Lösung richtig ist. Heißt, wir machen einen Ansatz, das ist der mathematische Fachterminus dafür. So, und jetzt habe ich mal geschrieben e hoch t. So, warum funktioniert jetzt e hoch t noch nicht so richtig gut? Da fällt nochmal der Faktor k. Ja, also wir brauchen noch einen Faktor davor und wir brauchen noch irgendwie einen Faktor vor dem t. So, warum brauchen wir diese Faktoren? Also mit Schalvorgang habe ich mich noch nicht so gecheckt. Ja. Ich beginne halt heute. Ja. Okay, aber ist ja überhaupt gar kein Problem. So, also trotzdem, hat vielleicht von den Zoomies jemand eine Idee oder einen schlauen Kommentar, warum wir diese Faktoren brauchen? Naja, erstmal brauchen wir ja eine Einheit. Das wäre schon mal Schritt 1. Also E-Funktion ist ja einfach einheitenlos und wir wollen ja irgendwo eine Spannung am Ende bekommen. Also das wäre schon mal das erste Problem. Genau. Also erste Sache ist, in dem Fall wollen wir jetzt einen Strom bekommen, aber total richtig. Also die E-Funktion ist einheitenlos, also muss die Einheit von dem K muss irgendwie Ampere uns machen. Ne? So, und in der E-Funktion steht ja die Zeit drin, die Einheit von der Zeit ist natürlich Sekunde. Und man kann aber nur e hoch eine Zahl rechnen. Man kann nicht e hoch Sekunde rechnen, das geht nicht. Ja, also muss ich vor die
vor die Zeit noch irgendwas davor schreiben, halt dieses Lambda, was die Einheit von der Zeit wegmacht. Ja, also muss das Lambda die Einheit 1 durch Sekunde haben, ja, sodass halt die Einheit von dem Lambda mal t. Die Sekunde. Genau, dass das halt einheitenlos ist. Ja? Also weil man halt nur e hoch eine Zahl rechnen kann, nicht e hoch eine Einheit. T hat Sekunden, das hat 1 zu Sekunden, das macht sich weg. Ich rechne e hoch eine Zahl, e hoch was Einheitenloses, das geht, kommt was Einheitenloses raus. Ich will aber einen Strom haben, also brauche ich noch die Einheit, eine Größe mit der Einheit des Stromes davor. Also allein wenn man auf die Einheiten schaut, stellt man fest, ich brauche halt hier ein Lambda, das muss 1 durch Sekunde haben, ich brauche ein K, das muss Ampere haben, damit ich hier die richtige Einheit rausbekomme am Ende. Ja. So. Und hat jemand noch eine Idee sozusagen für so einen zweiten Grund, warum man ein K und ein Lambda braucht? Wenn ich jetzt diese Funktion zeichnen würde, was macht denn das K mit der Funktion, wenn ich die zeichne, grafisch gesehen? Der ist halt der Anstieg. Ja, so ein bisschen. Ist ja keine lineare Funktion. Also ich habe ja eine E-Funktion, die steigt ja schon von sich aus an. Aber wenn ich vor die Funktion einen konstanten Faktor davor schreibe, was macht so ein konstanter Faktor, den ich vor eine Funktion schreibe? Ja, er staucht oder verlängert ihn. Also es ist quasi einfach nur ein Multiplikator, wenn man so möchte. Genau, also streckt, staucht und verlängert in welche Richtung die Funktion? Natürlich in i. Genau, also in vertikaler Richtung, ne? Sozusagen genau. In y-Richtung, in i-Richtung, ganz genau. So. Und was macht das Lambda, was direkt vor dem Argument der Funktion steht, vor dem t steht? Grafisch gesehen? Ja, streckt und staucht in T-Richtung. Also in, genau. Ja, also weil ich damit ja die T skalieren kann. Wenn ich das Lambda, also wenn ich das K größer mache, wird die Funktion größer in I-Richtung, in Y-Richtung, in vertikale Richtung. Wenn ich das K kleiner mache, wird die Funktion halt kleiner. Ja? Und wenn ich das Lambda halt groß mache, dann stauche ich die Funktion in x-Richtung zusammen. Wenn ich das Lambda klein mache, dann ziehe ich die Funktion in x-Richtung, in Zeitrichtung auseinander. So, und dann kann man sich halt auch irgendwie so ein bisschen überlegen, naja, ich habe ja hier Funktionen, ich habe ja hier Faktoren in der Differentialrechnung drin, das R2, den Widerstand und die Induktivität L. Ja, und mit dem K und dem Lambda kann ich jetzt die Funktion eben in der Richtung und in der Richtung anpassen. Ja, sodass die halt am Ende zu der Gleichung passt. Ja, also auch aus grafischer Sicht ist das total sinnvoll, hier so zwei so Faktoren zu haben, weil ich halt mit den Faktoren die Lösung anpassen kann. So, jetzt schalte ich mal wieder rum auf schwarz. Und jetzt haben wir ja, also jetzt können wir das ja hier schon mal einsetzen. Jetzt brauchen wir noch die Ableitung. Wir brauchen halt ein IL-Strich. Ja, oder das DIL von t nach dt. So, jetzt muss ich die E-Funktion ableiten. Das ist ein konstanter Faktor, den kann ich einfach davor schreiben. Die E-Funktion abgeleitet ergibt ja wieder die E-Funktion. Aber was brauche ich noch zum Glück? Das ist eine verkettete Funktion. Ich brauche noch die innere Ableitung. Ich brauche noch die Ableitung des Exponenten. Lambda. Genau, also da muss halt einfach noch ein Lambda dahinter. Ja, und jetzt kann ich halt das nehmen und kann das dort einsetzen, da wo die Ableitung steht. So, und das mache ich jetzt mal hier drüben. Also dann steht da halt R2 mal K mal E hoch Lambda T plus L mal K mal E hoch Lambda T mal Lambda und das Ganze soll 0 sein. So, und jetzt können wir in dieser Gleichung, das kann man im Prinzip immer, wir können durch K und durch E hoch Lambda T teilen, weil das K sollte nicht 0 sein. Ja, wenn das K 0 wäre, wäre das zwar eine Lösung, also wären die Funktionen immer 0, klar, dann würde hier stehen 0,
plus 0 ist 0. Das würde die Gleichung erfüllen, wäre aber keine wahnsinnig sinnvolle Lösung. Ja, wäre halt eine, man sagt, das wäre eine triviale Lösung. Also das K sollte nicht 0 sein, deswegen können wir durch K teilen und die E-Funktion wird ja auch nicht 0. Deswegen können wir durch die E-Funktion teilen. So, dann ist das K weg, dann ist die E-Funktion weg und dann bleibt halt nur noch das Lambda über. Dann stellen wir die Funktion mal nach, die Gleichung halt nach Lambda um, das R2 auf die andere Seite holen, durch das L teilen, dann steht halt da, Lambda ist minus R2 durch L. Damit ist das Lambda schon mal bestimmt. Ja, und das kann man so kochrezeptartig bei diesen Aufgaben im Prinzip immer machen. Wenn man eine Differentialgleichung erster Ordnung hat, dann kommt da halt auch nur eine Lösung raus für das Lambda. Wenn man jetzt eine Differentialgleichung zweiter Ordnung hätte, dann würde diese, das, was wir hier oben aufgeschrieben haben hier, das nennt man die charakteristische Gleichung, dann würden in der charakteristischen Gleichung halt im Prinzip zwei Lambdas auftauchen, nee, nicht zwei Lambdas, aber dann würde halt, dann hätte ich noch eine zweite Ableitung, in der zweiten Ableitung würde ein Lambda-Quadrat stehen. Und dann würde man hier wieder auf eine quadratische Gleichung kommen, so wie vorhin bei der Zweipolaufgabe. Ne? Und die quadratische Gleichung hätte halt zwei Lösungen. Dann würde ich zwei Lösungen für Lambda rausbekommen. Bei einer Differentialgleichung zweiter Ordnung, wir haben nur erste Ordnung. Deswegen kommt da nur eine Lösung raus. So, jetzt können wir mal gleich eine kurze Probe machen, ob das so passt, was wir uns irgendwie überlegt haben, und mal die Einheit von dem Lambda ausrechnen. Was ist die Einheit von dem Widerstand? Das ist Ohm. So, und Ohm kann ich auch schreiben als Volt Ampere. Genau, als Volt durch Ampere. So, und die Einheit von der Induktivität? Henry. Ist Henry. So, und wie kann man Henry auch schreiben? Ihr könnt per Zoom auch was reinrufen, sehr gern. Also Henry, sieht man ja hier auch so ein bisschen, also kann ich mir auch aus der Gleichung hier herleiten. Ne? Hier steht was in Volt. Henry wäre doch auch mal Sekunde. Ja, genau, also ja, sehr, sehr gut. Ohm mal Sekunde und Ohm kann ich auch wieder schreiben als Volt durch Ampere. Ja, und dann kürzen sich halt die Ampere gegen die Ampere und die Volt gegen die Volt und dann bleibt da halt am Ende 1 durch Sekunde über. Na, also weil halt ein Henry eben so viel ist wie ein Ohm mal Sekunde oder halt eine Voltsekunde pro Ampere. Das kommt auch hier oben aus der Gleichung raus. Also hier würde halt irgendwas stehen in Volt. Ja, hier drüben hätte ich halt Voltsekunde pro Ampere. Und hier steht ja DI nach DT, also Strom durch Zeit. Ja, und dann 40 Sekunde gegen Sekunde, Ampere gegen Ampere, bleibt Volt gleich Volt über. Also hier oben kriege ich auch natürlich raus aus der Gleichung, dass die Induktivität Volt mal Sekunde durch Ampere sein muss, damit das halt passt. So hängt das natürlich irgendwie alles miteinander zusammen. So, und das ist ja schon mal total gut, weil das hatten wir ja hier drüben mal gefordert an der Stelle hier, ne? Dass hier das Lambda 1 durch Sekunde sein muss. Ja, das kommt da auch schon mal raus. So, also haben wir halt das Lambda bestimmt. Das, was uns jetzt noch fehlt, ist halt das K in der Lösung. Und das K, wie kriegen wir das K raus? Einfach Lambda einsetzen. Ja, also im Prinzip, wir können jetzt mal das Lambda hier einsetzen, ja. Aber dann haben wir immer noch nichts für das K so richtig. Ja. Jemand per Zoom eine Idee? Wie man jetzt diese letzte verbleibende Konstante da bestimmt? Naja, warum? Also meistens haben ja die Aufgaben schon irgendwie so einen gewissen Sinn, wie sie aufeinander aufbauen. So, IL von der einsetzen. Genau, also die Anfangsbedingung einsetzen. Ja. Ne? Um jetzt diese Konstante, das K, zu bestimmen, brauchen wir die Anfangsbedingung. Ich schreibe mal hin AB. Und die Anfangsbedingung war ja IL zum Zeitpunkt t gleich 0, da wo ich den Schalter schließe, sollte das halt 1 Ampere sein. So. Darf und jetzt kann ich eine kurze Frage stellen? Sehr gerne. Könnte die Lösung am Ende 1 Ampere durch L mal E hoch minus R
durch LMIT laufen. Sag nochmal, so schnell habe ich das jetzt nicht mitgeschrieben. Ein Ampere. Ja. Durch L. Durch L. Mal E hoch minus R durch L. Mal T am Ende. Genau. Ja. Ja, aber nicht für den Strom. Das ist für die Spannung. Das heißt, das müssen wir nochmal teilen. Doch, das müssen wir nochmal durch R2 teilen. Insgesamt. Ja. Naja, also ich mach mal hier so ein Fragezeichen hinter. Also wir werden es jetzt gleich sehen, ne? So, weil ich glaube, das passt hier noch nicht von den Einheiten. Also ne, wenn wir auf den Strom kommen wollen, IL von T, darf ja hier eigentlich nur ein Ampere stehen vor der E-Funktion. Ist richtig, ja, stimmt. Ja, kein L und kein R. So, also eigentlich sind wir jetzt auch schon sozusagen fast fertig. Ne? Hier steht jetzt als Anfangsbedingung, haben wir mal gesagt, am Anfang, wenn wir den Schalter schließen, muss das 1 Ampere sein. Das ist halt das 1 Ampere von hier oben. Ja, das ist jetzt halt hier unsere Anfangsbedingung. So, und jetzt können wir halt hier einfach die Gleichung einsetzen. K mal E hoch Lambda T. Ich lasse mal das Lambda jetzt noch, setze das mal nicht ein. Und naja, für das T, hier steht ja T gleich 0. Also T setzt sich jetzt auf 0. So, dann steht da E hoch 0. Und dann heißt es 1. Genau, und E... Genau, E hoch 0 ist 1 und dann steht da, K ist 1 Ampere. Also da folgt halt direkt raus, K ist 1 Ampere. Und damit haben wir jetzt das K und das Lambda bestimmt und wir haben halt unsere Lösung. Also daraus folgt jetzt, IL von T ist 1 Ampere mal E hoch, jetzt kann ich das Lambda einsetzen, minus R2 durch L mal T. Das ist jetzt die finale Lösung, die da halt rauskommt. An der Stelle. So, und wenn wir jetzt wollten, könnten wir jetzt noch die Spannung ausrechnen. Ja, die steht ja hier, die Formel oder sozusagen hier an der Stelle. Mache ich jetzt mal noch, obwohl das jetzt nicht mehr unbedingt zu der Aufgabe gehört. UL von T. So, wäre jetzt also L. Ja, das L von hier, L, so. Und jetzt mal das abgeleitet, mal diese Funktion abgeleitet. Das 1 Ampere ist ein konstanter Faktor, den kann ich wieder davor schreiben. Die E-Funktion abgeleitet ist die E-Funktion E hoch minus R2 durch L mal T. Und mal minus R2 durch L. Genau. Genau so sieht es aus. So, und dann stellt man fest, Dann kommt das schon so hier hin, wie du es irgendwie gesagt hast. Also das R2 muss halt hier oben stehen. Ja, da muss noch ein Minus davor. Und dann ist das hier halt nicht der Strom, sondern die Spannung. Ja, und genau, und das L kürzt sich dann aber weg. Also das L von hier und das L von hier, ups. Das L hier unten, die kürzen sich beide weg, sodass da kein L steht. Also der Strom mal R2 mit einem Minus davor und der gleichen E-Funktion, das ergibt halt die Spannung an der Induktivität, die jetzt aber hier nach Aufgabe gar nicht gesucht wäre.